Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, als allererstes beglückwünsche ich euch erstmal zu der Entscheidung, mein Video anzuschauen. Das macht euch definitiv zu besseren Menschen, wenn nicht zu den besten Menschen überhaupt. Ich dachte, ich versuche es mal mit etwas aggressiverer Werbung. Und das ist auch gut. Was nicht so gut ist, dass das Ugitel U20 Pro bei Gearbest gerade im Angebot ist, nachdem ich es bestellt hatte. Beziehungsweise U20 Plus. Nicht U20 Pro, ja, kann man leicht mal wechseln. Da, please. Okay, also ich habe halt noch über 90 Euro bezahlt, das ist gerade für knapp 85 Euro im Angebot. Naja, kann man ja nie vorher wissen, welche Promo-Aktionen gerade anlaufen. Geht noch 2 Tage ungefähr, je nachdem, wann ich das Video hochlade, wann ich damit fertig bin. Den Link zu dem U20 Pro findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ich stelle euch natürlich auch Links zu anderen Plattformen zur Verfügung, beispielsweise eBay. Aber, also das, was ich jetzt so recherchiert habe, ist erstmal das Angebot bei Gearbest, also 82,40 Euro im Moment, mit Versand aus Hongkong jedoch, wirklich unschlagbar. Wenn wir uns mal die technischen Daten vor Augen halten, die sind nämlich wirklich krass, passt auf. Wir haben ein 5,5 Zoll großes Gerät hier im Inneren der Box, welches mit Full HD auflöst. Und Full HD unter 100 Euro hatte ich, glaube ich, noch nicht. Darüber hinaus haben wir den bereits bekannten MediaTek 6737 mit einem 1,5 GHz Quad-Core Prozessor. Wir haben 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Festspeicher. Hm, ganz anständig. Dual-SIM wird wie immer unterstützt, MicroSD ebenfalls. Also wir können den Festspeicher natürlich erweitern. Bluetooth 4.0, Wi-Fi, BGN und GPS natürlich. LTE ist dank des 6737 mit an Bord. Und das Beste halte ich mir natürlich ganz zum Schluss auf. Eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Seht ihr, wir haben da 2 Linsen. Was das Ganze kann, das werden wir heute nicht feststellen, obwohl wir natürlich die Kamera trotzdem anschmeißen. So, mal eben ausgepackt. Da haben wir hier das Gerät. Und wir schauen, was noch an Zubehör mit dabei ist. Ein Netzteil mit 1000 mAh. Im Übrigen, der Akku, der misst 3300 mAh. Das ist ordentlich. Das ist ziemlich viel. Micro-Sticker und natürlich auch ganz wichtig, hier dieser Pika, den brauchen wir, um den SIM-Kartenschacht dann zu öffnen, beziehungsweise den SIM-Schlitten rauszuholen. Und dann können wir die SIM-Karten-Micro-SD-Quatsch alles einlegen. So. Ach, Moment, ist da vielleicht jetzt noch was drunter? Oder vielleicht was drin? Eine Gebrauchsanweisung, ein Quick-Start-Guide auf Englisch. Übrigens habe ich gerade das Ugitel U13 Pro in der Mache. Ja. Und danach ist noch ein Haier dran. Und ich denke mal, danach werden wir das U20 Pro testen. Ja, das U13 Pro ist auch ein 5,5 Zöller. Ja. Gleich groß, ungefähr. Hier müssen wir noch die das Silikon-Case abmachen. Gehört also auch noch mit im Lieferumfang. Tada! Das U13 Pro, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Kommt mit 3 Gig und 64 Gig daher. Also Speicher ohne Ende. Hat aber eine einfache Kamera. Und hier sehen wir die Dual-Kamera. Einen Fingerprint-Scanner haben wir im Übrigen auch. Das ist aber im Preisbereich von 100 Euro inzwischen absoluter Standard. So, schauen wir uns das doch mal noch aus der Nähe an. Ja. Sehr minimalistisch hier gehalten, die Rückseite. Im Übrigen aus Plastik. Auch wenn es ein Unibody ist, es ist ein Plastik-Unibody. Hier oben sehen wir die Dual-Kamera, erschienen 2 Linsen. Ein einfacher LED-Flash. Weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Dann drunter natürlich der Fingerabdruckscanner. Hier haben wir den erwähnten SIM-Schacht. Im Übrigen ist das ein Multi-SIM-Schlitten, wenn man jetzt mal so bezeichnen darf. Das heißt, auf der einen Seite kommt die Micro-SD-Karte rein. Quatsch, die Micro-SIM-Karte. Und auf der anderen Seite, jetzt weiß ich auch gar nicht, welche Seite welche ist. Ich glaube, das ist die Seite mit der SIM-Karte. Und auf der anderen Seite ist das entweder die SD-Karte oder eine zweite SIM-Karte. Ja. Die SD-Karte, die muss man so einlegen und die andere SIM-Karte so. Okay. Also müssen wir uns entscheiden halt, ne? Eine SIM, eine SD oder 2 SIM. Okay. So, da haben wir dann auf der unteren Seite, auf der unteren vorderen Seite, haben wir die kapazitiven Tasten, die sind offensichtlich nicht beleuchtet, weil dann werden sie nicht beschriftet. Werden wir auch gleich noch sehen. So, was haben wir hier oben? Ich hoffe, da ist eine Status-LED-Lampe, das werden wir nachher auch noch feststellen. Haben wir die Frontkamera, Hörmuschel. Die Frontkamera ist natürlich dann eine einfache, man kann es auch übertreiben mit den ganzen Linsen. Auf der linken Seite haben wir dann alle Bedienelemente, die wir so brauchen. Ein Austaster, drüber Lautstärke-Wippe, beziehungsweise getrennte Lautstärke-Tasten.
Die klicken aber schön. Die klicken schön. Haben sehr, sehr eindeutigen Druckpunkt. Nicht so schwammig. Das gefällt mir. Was haben wir auf der unteren Seite? Oh yes, wir haben den Micro-USB-Anschluss auf der unteren Seite. Da habe ich den auch am liebsten. Dann hier auch schöne Schrauben. Finde ich irgendwie fancy. Hat so einen Industrial Look. Daneben natürlich der Lautsprechergrill. Finde ich an der Stelle auch besser als auf der Rückseite. Auf der Rückseite kann man den leichter abdecken. Aber hier gefakter Stereo. Wird wahrscheinlich Mono sein. Das heißt, einer ist fake, der andere, da ist der Lautsprecher tatsächlich drunter. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, das Mikrofon, das lungert hier noch irgendwo rum. Ist wahrscheinlich hier mitten in den Löchern drin. Oder hier unten irgendwo. 2,5D-Glas haben wir hier offenkundig. Also die Ecken des Glases sind hier zum Gehäuserand hin leicht abgeschwungen. Und wir haben eine vorinstallierte Display-Schutzfolie, die aber sehr freudig hier meine Fingerabdrücke aufnimmt. Ja, gut für die Polizei, wenn man das mal bei einem Verbrechen das Gerät liegen lässt. Schlecht für uns, wenn wir es denn ständig putzen müssen. Ukitau. So, während ihr das Gerät bewundert, da kann ich auch noch mal was zur Kamera sagen. Ist im Übrigen, also eine von den beiden Hauptkameras, ist eine 13-Megapixel Sony IMX135. Wird also hier von Sony gesponsert. Ist, denke ich mal, wird auf 16 Megapixel hochinterpoliert. Das interessiert dann, denke ich mal, wieder weniger. Das Display sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ich meine, wir reden hier von Full HD. Das heißt, da kann man wirklich keine Pixel mehr ausmachen. Selbst wenn wir uns anstrengen oder wenn man besonders gut nah ran sehen kann. Ah, ist schon geil. Ich meine, wenn ich so bedenke, mein 27 Zoll Monitor hat auch eine Full HD-Auflösung. Und das hier sind 5,5 Zoll. Und bei meinen 27 Zoll bin ich damit auch schon zufrieden. Hier nochmal ein kleiner Vergleich. Das ist das U13 Pro. Kostet im Übrigen mehr, ne? Da sind wir bei ungefähr 150 Euro dabei. Aber 3 GB RAM und 64 GB Festspeicher. Das ist natürlich schon eine echte Ansage. Lässt sich hier natürlich auch bis Ultimo erweitern. Das U20 Pro halt hier ein bisschen günstiger, dafür weniger Speicher und ein Plastik-Unibody. Aber hin wie her, das Display ist definitiv eine Augenweide. Natürlich dank IPS-Technologie hier auch absolut blickwinkelstabil. Brauchen wir uns da keine Gedanken drüber zu machen. Und ich denke, dass der Akku da auf jeden Fall ausreichend wird, dieses sicherlich irgendwo energiehungrige Display zu befeuern. Ob der SoC das aber auch so gut schafft, das werden wir erst mal feststellen müssen. Dafür mache ich aber auch die Praxistests. Insgesamt wirklich ein sehr, sehr schmuckes Gerät. Wir sehen ja auch schon mal, weil ich jetzt hier gerade versehentlich irgendwo drauf gekommen bin, dass die UI etwas abgeändert wurde. Auch das hier lehnt sich wieder ziemlich an das Design von Oppo an. Gerade das Symbol in der Mitte, das ist normalerweise dann das Oppo-Logo hier ersetzt durch irgendwas Banales. Ich denke mal, da kommen wir in die. Ach, nee, nicht in die Widgets. Hier kommen wir dann in die Übergangsanimationen. Aber gut, ob geklaut oder nicht, na, das ist ja sehr clever übersetzt. Nehme ich gar nicht. Können wir uns dann hier vorgefertigte Themes auswählen? Oh, wie die heißen, ist ja prinzipiell egal. Solange das restliche System hier astrein übersetzt wird, ist das ja alles schon okay. Wir sehen, es sind die Google Apps auch schon alle drauf. Eine Systemaktualisierungs-App befindet sich direkt auf dem Desktop. Icon Design und Farbgebung erinnert wiederum eher an MIUI von Xiaomi. Und auch die Tatsache, dass wir hier keinen App-Drawer haben. Und die Übergänge sind wirklich äußerst flüssig. Bin mal gespannt, wie viel Antutu uns hier an Punkten ausgeben wird. So, schmeißen wir nochmal ganz kurz die Kamera an. Ich denke, das ist das, was wir alle am spannendsten finden. Also, wenn man jetzt mal hier so einfach nur durchguckt, sieht das eigentlich ziemlich vernünftig aus. WG. Oder ist das nur eine Uhr? Ich glaube, das Ding hat gar keine Weckfunktion. Muss ich mal gucken, ob es da ein Update schon gibt. Hat eine Update-App? Nee, jetzt nicht. Machen wir mal ein paar Fotos. Top Speed. Das geht alles im Übrigen hier echt sowas von butterweich. Auch wie das Display reagiert, wie der Touchscreen reagiert, das gefällt mir. Super, alles mega direkt. Oh, das macht richtig Spaß. Ich will euch mal aufhören. Aber bleiben wir mal beim Thema Kamera. Ja, sieht doch ganz vernünftig aus. Ich frage mich, ob man auch irgendwelche Spielereien machen kann, weil das Ding ja mal hin zwei Linsen hat.
zum Beispiel verschiedene schärfe Ebenen aufnehmen. Meine Güte, aber kann ganz schöne Details hier, selbst wenn wir tief reinzoomen in das Bild, haben wir noch ganz schöne Details. Immer wie abgenutzt das Teil ist. Das sieht man sonst nicht. Ja. Also auch die Geschwindigkeit, das ist immer das Problem in Full HD Displays. Deshalb bin ich nicht immer so scharf darauf, wirklich ein Full HD Display wirklich zu haben. Denn wenn die Leistungen des SoCs nicht ausreichen, das Ganze hier ausreichend zu befeuern, dann wird das Ganze ein reines Trauerspiel, weil dann alles ruckelt, laggt und wir eigentlich kaum irgendwas vernünftig machen können. Vor allen Dingen reicht es dann nicht für die meisten Games, außer man kann die Grafikeinstellungen da künstlich runtersetzen. Aber ganz ehrlich, da braucht man wieder kein Full HD Display für. Aber ob trotz Full HD und trotz des Preises von knapp 100 Euro oder jetzt im Angebot für ein paar 80, scheint die Performance hier soweit ganz ausreichend dafür zu sein. Die Google Apps hat man das schon, das hat man schon, sind schon alle installiert. Ja, das ist ja, denke ich mal, für den einen oder anderen auch mal so die große Frage: Habe ich den Play Store? Ich muss erstmal schnell gucken. Wir haben den Play Store, ist auf der ersten Seite. Okay, gut. Ja, macht also hier einen echt Top-Eindruck, das Teil. Es sieht super aus. Die Verarbeitung ist astrein, es ist auch schön schlank, seht ihr, das passt. Vom Gewicht her geht es auch klar. Es ist klar, es ist ein Riesentelefon, ja. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendeinem 4,5-Zöller. Weder vom Gewicht noch wie es dann halt in der Hand. Also man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, wenn man sich so ein großes Telefon holt. Das gilt auch für das U13 Pro. Ja. Es sind schon zwei Schmuckstücke, guckt es euch an. Ukitel. Ich habe mal das U7 Pro getestet. Ja, das ist wesentlich günstiger gewesen. Ist auch schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Aber ich fand das so geil, das Teil. War zwar ein Plastikbomber, auch sehr groß. Aber Ukitel hat mich eigentlich bisher nicht wirklich enttäuscht. Deshalb jetzt hier gleich mal zwei Vertreter auf einen Schlag, die ich für euch teste. Gut, soll es das mal gewesen sein hier zum U20 Plus. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Es ist ein geiles Teil und es ist mega günstig. Inwiefern die Doppellens-Linsenkamera da Sinn macht, das werden wir ja dann alles noch feststellen, wenn wir Praxisbilder machen. Ja, wird auch noch ein bisschen dauern, denn das HiRain ist erst noch dran. Danach ist das noch dran und dann folgt das U20 Plus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr auf China-Technik im Allgemeinen steht, dann abonniert doch meinen Kanal. Das wird noch viel, viel mehr folgen. Ich habe im Übrigen auch die Q18 jetzt endlich mal am Wickel. Ich weiß, es hat eine Weile gedauert, aber in ein paar Tagen wird das Review dazu folgen. So, dann kommt jetzt noch die Endcard und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.